Hallo zusammen. Heute zu einem kleinen Flug von Edinburgh nach Münster. IFA in Airbus A320. Gerade geparkt in Edinburgh. Ziemlich weit nach hinten. So. Ich hoffe, alles andere kommt an mir noch vorbei. Nun. Legen wir doch einfach mal los, indem wir die Mühle anschalten. Batterien an, Strom an, Treibstoffpumpen. Hoppala. APU an, Strobe auf Auto, NAV-Lichter schon mal an, Landelichter schon mal ausgefahren, Seatbelts an, Rauchen verboten an. Notfallbeleuchtung scharf geschaltet, Crew Supply on. Flugcomputer kann sich ausrichten. Heizung nicht vergessen, immer ganz wichtig. Mit den Leuten der Arsch ab. Der Popo. Eieiei. Und zu guter Letzt brauche ich noch ein bisschen Licht, ein bisschen Licht. Schön. Hier machen wir hier ein bisschen Licht. Den Rest weiß ich hier noch nicht. Den Co-Piloten schalten wir ab. Der ist eh nicht an Bord. Wir sparen uns ein paar Frames. Türe zu. Flight Number in Use. Aber nicht auf V-Pilot. Okay, überlegen, was vergessen. Lauschen wir doch schon mal dem Tower 118. Initialisieren den Bordcomputer einmal von Simbrief die Daten geladen. Das sieht gut aus. So, mein Zero Fuel Weight heute sind 54,7 Tonnen. Schwerpunkt liegt bei 28,1. Block Fuel sind 6,6 Tonnen. Stimmt das auch in etwa? So großzügig gerechnet. Sagen wir eher 6 Tonnen. Dann gehe ich gerade ganz stark davon aus, dass wir hier starten. Der Bahn Nummer 6 Richtung Thaler 6 Delta Departure. Und ankommen tun wir auf der Bahn 5. Somit 2 Juliet Arrival. Okay. Dann fragen wir doch gleich mal den Tower, ob der das genauso sieht. ATIS. Transition Level sind 8000. Das kann ich auch gleich schon mal eingeben, bevor ich es nachher vergesse. Transition Level ist 8000. Runway ist 76. Surface Wind 4 Knoten, also fast kein Wind. 8 Kilometer leichter Regen, okay. Auf dem Wolken. QNH 990 Hektopascal. Jawohl. Und wir haben Information November. Wir sind momentan. Flugsimulator hat gesagt Nummer 69. Okay, schauen wir mal kurz auf die Karte.
ich mir hier die Charts angucke. Parking Stance 69, das ist fast. Ich würde sagen, das ist einfach nur die 6. So, die APU läuft übrigens mittlerweile, deswegen brauche ich schon mal aus, bevor ich es nachher wieder vergesse. Dann brauchen wir Departure. Das sieht aber einfach genug aus. 6000 Fuß ist die initiale Höhe. Und oh, sorry, da bin ich wieder. Gerade gesagt, Stand Nummer 6, Information November. Hoffentlich auch noch aktuell. Jawohl. Dann melden wir uns doch ein. Beim Tower. Archer heißt Teller. Edinburgh Tower, good evening. Lufthansa 069 is an Airbus A320neo currently at stand number 6. I have information November. Request clearance IFR to Munster. Lufthansa 069, Edinburgh Tower, hello, cleared to Munster. Tala 6 Delta departure, squawk 5215. Wird to Münster via Tala 6 Delta Departure, Squawk 5215, Lufthansa 069. Wäre korrekt, denke ich. Starten mit Klappen 1. Warten noch, blind ist in 2 Minuten. Runway 06, schon mal einen kurzen Blick werfen.
6 ist da ganz hinten, das heißt, wir werden wahrscheinlich über Echo und dann Alpha dahin fahren. Über Echo und Alpha. All stations, Edinburgh Tower is now closed. Unicom 122.8, goodbye. Thank you, bye bye. So viel dazu. Gut, dann eben ohne Tower. Und auch kein Center. Ah ja, so ist es. Trotzdem. Squawk 5215 lasse ich aber trotzdem. Dann spare ich mir da nur das Push- und Start-Requeste. Sobald hier meine Karte da ist. Geht das los? Glaube ich, weit und breit sonst kein Zeug zu sehen. Live. Gut. Das ist 22.8. Mal kurz, ob ich sonst noch jemanden sehe. Nö. Okay. Parkbremse los. Einmal Pushback bitte. Wir schmeißen Triebwerke an. Spoilers armed. Parking. Parking Brake. Auto Brake to max. Alle Fälle, falls beim Start was schief geht. Lights up. Oh, und wir wissen, dass die Werke. Löst? Aha. Jetzt geht's los. Falsche Richtung. Das Triebwerk läuft. Triebwerk an. Schön. Abbremsen an. Vom Kanal hin und her wechseln. Der Flight Simulator das bleibt. Kein Ace. Direkt. Brauchen wir Restriktionen nicht. Okay. Los. Geht wieder, Luzi. Zwischenzeit klappen schon mal auf 1. Den Rest. Also tuckern, take off,
Duration testen. Red G. Richtig, ich habe den zweiten Rack. Autothrust noch. Oh, ja, und Predicted Wind Shear ist auch noch. Richtig. Das Wetterrad. Halleluja. Stell das. Bildschirm als Ganzen hätte ich gern etwas heller. Ausschalten. Exispeed. Knoten, wir haben es halt eilig. PU läuft noch nicht gerade. Kann aus. Ja. Alles versucht gleichzeitig zu machen, hat auch nix. Zu sehen. Bin ich mal so. Da an. Take Licht an. Werke. Spiel. Geht's. Sagen wir's. Hat sich nach etwas wenig Schub angefühlt. Drauf. Klappen rein. Dann übergebe ich mal an den Autopilot. So, wir sind in den Wolken, es ist kalt. Mach schon mal das Anti-Eis an. Oh, Ground Controller war online, habe ich nicht mitbekommen. Hoffe, er ist noch nicht allzu lange online.
10.000 Fuß weit landelich da auszuschalten, einzufahren und eigentlich auch für die Anschnallzeichen, aber bei dem Wetter, das könnte noch ganz schön turbulent werden. Schalter zu rutschen. Spoiler sind noch. Also mal ganz gut, hier hat man so die Hinweise, in denen man sehen kann, was man alles vergessen hat. Zumindest das meiste davon. Ja, herrliche Aussicht. Auch ordentlich zugefroren, also war das mit meinem Anti-Eis gar nicht mal so doof. Bin gespannt, wo hier die Wolkendecke endet. Wird auf jeden Fall heller. Gestern einen Flug gehabt nach Kopenhagen. Von Dublin aus bin ich geflogen nach Kopenhagen. Und da war die Wolkendecke auch erst bei, ich glaube, 34.000 Fuß in etwa. Also extrem hoch. Und sehr, sehr windig. Weil wir haben jetzt hier auch schon 40 Knoten, was ganz ordentlich ist. Ich glaube, da hatte ich dann irgendwie um die 110 zwischenzeitlich. Glücklicherweise Rückenwind. Dadurch bin ich dann ziemlich schnell tatsächlich angekommen, wo ich hin wollte. War also eigentlich gar nicht so schlecht. Checken, wenn es kein Center weiter online. So, 20.000 Fuß, immer noch nur dichte Wolken. Gucken, wie weitergeht. Take off 28 left. Ja, danke für den Hinweis. Vor allen Dingen, weil es auch nur 2000 Flughäfen oder so gibt, wie das zutreffen könnte. Ja, Unicom. Immerhin hat er Bescheid gegeben. Besser als ich, muss ich mir ja in die eigene Nase packen, ne? Gar nicht Bescheid gesagt. Schnuckelige 24 Grad im Cockpit. Also zu warm für mich.
Ja. Wolken, Wolken, Wolken. Leider keine schöne Aussicht. Oh. Wo ich es gerade sage, haben wir tatsächlich eine Lücke in den Wolken. Das ist, wo der Flugsimulator dann zwischendurch tatsächlich glänzen kann. Wir sehen, also allzu hoch ist es nicht mehr, aber ich denke 30.000, 32 bestimmt. Also genauso hoch wie gestern fast. Weiß nicht, scheint ein unangenehmes Wetterchen zu sein im Norden der britischen Insel. Zum Glück machen wir auch gleich, ich habe auch schon 62 Knoten Gegenwind. Zum Glück drehen wir gleich Richtung Osten und dann wird alles besser. Dann gibt es ordentlich Druck von hinten. Dann geht's ab. Fliegen anscheinend eine Kurve. Ohne Instrumente, wenn man jetzt gerade völlig orientierungslos. Ich frage mich, wie es in echt ist, ob man das dann noch merkt. Weil wenn man die Kurve sanft genug fliegt, kriegt man davon ja eigentlich auch nicht so viel mit. Sind jetzt noch am Ende, wenn ich gucke. Unser Standard Instrument Departure. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal auf Damm zu gucken, wo wir so sind. Ne? Also jetzt ein Stückchen südlich von Edinburgh. Wir gehen hier noch über Newcastle und dann auf die Nordsee. Bis zu den Niederlanden. Einmal da kurz rüber. Wenn wir dann hier nach Münster eindrehen. Den ganzen Düsseldorfer Luftraum versuchen zu umgehen. Düsseldorf, unser Ausweichflughafen heute. Genau. Alex 428, viel Glück. Guten Flug. Kann ich mal Spaß aber gucken auf Betsby. Wo der denn so hin will eigentlich. Hier unterwegs. TUI GPH. Okay, der macht anscheinend Platzrunden. Alex. VFR within the circuit. Jo, Platzrunden. Very new on Wetsim. Just want VFR circuit to try and get used to Wetsim with touch and go. Possible. Jo, sollte possible sein. Viel Glück. So habe ich auch angefangen. Ich finde aber tatsächlich Platzrunden echt, echt anstrengend. Also, man ist ständig in Kontakt mit dem Tower, hat keine 5 Minuten, um mal zu verschnaufen, sondern es geht rauf, es geht rum, es geht rauf, es geht rum. Ich empfinde das als recht anstrengend. Ich finde das zwar immer spannend, mit echten Menschen als Fluglotsen zu spielen. Ich sage auch bewusst zu spielen, weil es soll immer noch Spaß machen und manchmal ist es echt so stressig. Viel Verkehr ist und die Fluglotsen vor allen Dingen es eilig haben. Aber gut. Ich möchte nicht wissen, wie es in echt ist. Spitzenzeiten. Jawohl, und dann sind wir auch durch die Wolkendecke. 30.000 Fuß. Ah, 32. Wenn wir ganz durch drüber sind. Habe ich auch schon fast so geschätzt gehabt. ...37.000... unsere anvisierte Reiseflughöhe. Jetzt ordentlich Rückenwind, 50, 57 Knoten, aber mit Turbulenzen, wie es aussieht.
Einschneidzeichen bleiben also an und ich hoffe, alle haben ihre Kotztüten bereit. Gucken, was so an sie online ist, aber ich glaube nichts, was uns betrifft. Düsseldorf Approach. Ich bin mir nicht sicher. Da ist Münster. Sollte also weit genug weg sein vom Düsseldorf Approach. Aber mal gucken. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, London Control gleich Kontakt kriegen. Wir da durchfliegen. Könnte ich mich eigentlich schon mal melden. London Control 1, 3, 2, 600. ICR 156, range 290 miles from touchdown, descends in altitude 4000 feet. Aber ich sehe gerade, das ist. Da ist die Karte nicht ganz korrekt. 4000. Weil das ist London SC Control, SC Southern Center. Hoppala. Das heißt, der interessiert sich tatsächlich nur für diesen Londoner Bereich, den südlichen Bereich. Der will mit mir höchstwahrscheinlich gar nichts zu tun haben. Ja gut, dann ist das wohl so. Wir haben gleich unsere Reiseflughöhe erreicht. Und laut Wetterradar sind wir auch gerade im Bereich, was tatsächlich ganz gut aussieht für uns. Richtig ruhig fliegen wir aber nicht, wenn ich mir aus dem Fenster schaue und die Lage betrachte. Ist aber ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu gucken, was uns dann bei der Landung so erwartet. Domek 2 Juliet Arrival. Newcastle Traffic Cobra 1-2 Titan Overhead. Titan Overhead. Hier ist Domek. Das haben wir das als Wegpunkt. Tatsächlich Domek. Jawohl, nach HMM. Am. Und dann von da aus. Wir haben ja auch weiter keine Restriktionen. Und von da aus dann der Approach über hin zu Runway 25 ILS für uns. Starten bei 3000 Fuß. Nur 5 Meilen. Nein, 9 Meilen. Ich wollte schon sagen, das ist. Sah ganz schön kurz aus. Hier von Hamm aus auch angegeben. Wo ist 032. Und dann drehen wir hier nach links. Doch ganz gut. Kurz gucken, ob das der Bordcomputer genauso sieht. Mac Hamm. Von da aus Ost D. 32V sehe ich nicht, aber Ibato sehe ich. Das sieht also tatsächlich ganz gut aus. Dann landen wir da. Münster. Dann, wenn wir gelandet sind, Taxi. Runway 25. Recht übersichtlich, Münster. Parking Stands können wir wahrscheinlich aussuchen. Trotzdem vorsichtshalber schon mal die Karte bereitlegen.
Ach, dann sind wir auf dem Weg. Nach 440 Meilen. Wir sind auf 37.000 Fuß. Wir müssen auf, wo fängt der Gleitpfad an? 3.000 Fuß runter. Das heißt, wir müssen etwa 120 Meilen vor dem Ziel mit dem Landeanflug beginnen. Leider funktioniert hier immer noch im A320 die Top-of-Descent-Anzeige nicht, also die automatische Anzeige, wann es Zeit wäre zu landen. Die London-Frequenz hat sich verändert, oder war ich, habe ich falsch eingestellt? 129.425 ist es jetzt. Ich lausche da mal rein, was da so los ist. You're leaving my airspace. Flying level 150, monitor Unicom 122, that's Malay, bye bye. 150, Unicom 122, Intercity 332, monitor Unicom 122, that's Malay, bye bye. With Unicom 122, that's Malay. Hi there, 156, contact tower 124, decimal 225. 124225, thank you very much, Isaac, 156. 712, good day, North Shuttle, Ja? 1336, flat level, 497, inbound Tebra. North Shuttle 1336, Guatemirag, Squawk 1441. Squawk 1441, North Shuttle 1336. Flying group 149, recline, flight level 110. Pro-Tipp. Pro-Tipp. Es ist immer ganz gut, sich zu überlegen, was man sagen will, bevor man den Aufruf an ATC macht. Correction 0, check A1 to 30 in the front. Where are you? Just past Keith Harbour on the way to Buzzard, 6,000 feet. Oh, bloody hell, my bad, yeah. Climb flight level 180 and Unicom 122, that's late, bye. Climb flight level 180, Unicom 122, you just late, correction 0, check A1. Air France, 222, London. Super 732 ISM unit coming out 122 decimal 8. Okay. FM 222 London. FM 222, program technique, do you receive me? What? Okay, FM. FM 222, climb flight level 130. Climb 130, FM 222. I'm a controller. I'm guessing we should be at Unicom now, but I just wanted to check. Shuttle to Whisper, that is correct. You got two aircraft in front. Just keep the speed up for now, that'd be greatly appreciated. Runway 23 at Manchester and Unicom 122.8. Not a problem at all, Koopy. Is there any idea or any reference or preference of speed for Shuttle to Whisker before I go? If you keep 260 for the time being until passing, well, until approaching day, and that'd be great. You're about 10 to 15 miles away. And Preston 32 again, Shuttle 2 Whiskey, cheerio. Bye. Ei, ei, ei. London Control ist echt jedes Mal ein Highlight. Also, wenn man sich da anhört, was da los ist,
Aspekt, wie sich das, wie das auf sich nehmen. Brussel Control. Kommen wir Brüssel vorbei? Ich glaube nicht. London, hello, easy 16 Alpha Echo Squadron, be with you passing 3003. Easy 16 Alpha Echo, London, hello. Climb now, flight level 330. Climb now, flight level 330, easy 16 Alpha Echo. Air France 222, monitor Unicom, 122.8, bye bye. Unicom 122, this is Monheit, thank you very much, bye bye, Air France 222. Tom Jet 6 Lima Delta, range 28 miles for touchdown, 26 left descent to altitude of 5,000 feet, QNH 1002. Tom Jet 6 Lima Delta, FM descent 5,000 feet, 1002 on the QNH. Flying group 149 requesting further climb. Flying group 149 climb flight level 230. Flight level 230 for flying group 149. Bin sofort wieder da. So, und weiter geht's. Kommt jetzt nicht auf,
Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo mein Co-Pilot mal kurz das Steuer übernimmt, während ich andere Sachen in die Hand nehme, die nicht weniger wichtig sind. Oh, langen Radar ist online gekommen. Ich glaube, die könnten für uns zuständig sein, tatsächlich. Das heißt, für die Landung. Langen Radar. Hm, hier werden sie noch gar nicht angezeigt. Aber in Latzen. Ist aber nicht EDDG, ist das mit bei? Jo. EDDG, Langradar. Ja, denn. Roger. Das heißt, da wird sich uns doch noch jemand annehmen, wenn es Richtung Landung geht. London und good evening, sir. Shelton 254 with you. We are climbing at the flight level 300. Should we stay on your frequency? A negative. Unicom 1-2 decimal 8. What is the main problem? Delta, contact Gatwick Tower 124.225. 124.225, this is the Delta. Motion 1336, descend to altitude 6,000 feet, QNH 1002. 6,000 feet on the QNH 1003, no shuttle 1336. QNH 1002. 1002, no shuttle 1336. Wird mir nicht angezeigt, langen Räder. Naja. Marshall 1336, descend to 5000 feet. 5000, 1336. Good evening, London Control. Einmal hätte auch gereicht. Easy 320, Mike departing Gatwick, Alpha Mike 2 extra departure, altitude 4,000 feet. Easy 320, Mike London, hello, Roger, climb now, flight level 2900. Climb now, flight level 290, Easy 320, Mike. Ja, wir sind jetzt gerade auf halbem Weg, mitten über der Nordsee. Tom Jet. Immer noch eine dichte Wolkendecke, wie es aussieht. Heading of 285 and down to altitude 4000 feet, no shuttle 1336. EC 320, Mike, direct Coxey. EC 320, Mike, direct Kilo, Oscar, Kilo.
Mike Bianchi, contact 7 and trainer 120, days and all 225. So long, 120, 225, Mike Bianchi, bye-bye. Bye-bye. So long. So long. London, good evening, Skyways 1797 on handover, heading 020. Skyways. Skyways! Skyways bin ich auch öfters unterwegs. Marshall 1336 descended 3000 feet, cleared on ASTRA runway 26 left. 3000 cleared on the ILS 26 left, Marshall 1336. EC 32 Sierra Mike, route direct Kilo, Oscar Kilo. Und da antwortet wohl jemand nicht. Eieiei. Der Tower, ach der Tower sei schon. London Control hat's heute nicht leicht. Aber ich bin immer noch neugierig, was jetzt mit Langen ist. EDG, Lang Radar. Tower 124-225, when established, Marshall 1336, Radarbot. And all stations on this frequency, London will unfortunately be closing now. Monitor Unicom 122.8 and break. Skyways 17907, resume O navigation direct Daventry, climb flightable 350. Direct Daventry, climb 350, Skyways 1797, thank you. Skyways 17907, correct. Monitor Unicom 122.8, bye bye. 122.8, have a good evening. Good evening. Gut gemacht. Und weg ist er. Ja, London Control. Ich glaube, da muss man schon einiges drauf haben, um da den Überblick zu behalten. Ja, und Langradar nach wie vor nicht in Wetz beizusehen. Das ist etwas seltsam. Normalerweise tauchen die da direkt auf. Aber gut, nehme ich mal so hin. Allzu weit ist es auch nicht mehr. Display bei 140 Meilen tatsächlich immer noch 300. Also, ja, gute. Bis zum Shutdown wahrscheinlich noch gute 45 Minuten, Stunde. So in dem Dreh. Mal gucken. Aber ich bin erstmal gespannt, ob gleich noch Kontakt zu irgendeinem Radar fällig wird. Entweder Deutschland oder Brüssel. Ich bin gespannt. Ansonsten lief der Flug ja bisher echt smooth. Ich meine, war jetzt ein bisschen doof, dass in Edinburgh direkt der Tower offline gegangen ist, in dem Moment, wo wir los wollten. Da hätte man wenigstens das nochmal gehabt. Aber eigentlich hatte ich heute auch geplant einen ganz anderen Flug, nämlich von London Heathrow nach Manchester. Hab dann aber festgestellt, dass ganze 5 andere Flüge gleichzeitig die gleiche Idee hatten. Und hab daher dann beschlossen, da doch erstmal drauf zu verzichten. Also, haben auch alle fast das gleiche Callsign gehabt. Das ist so schon, finde ich, immer recht anspruchsvoll, in London zu starten, gerade wenn viel los ist. Aber wenn wir dann noch alle 5 das gleiche Callsign hätten, oder zumindest ein sehr ähnliches, das wäre leider nicht gut gegangen, denke ich. Von daher, so wie es jetzt ist, ist es auch in Ordnung. Edinburgh, ich liebe einfach Edinburgh, den Flughafen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil ich da so mit die ersten Male, dass ich geflogen bin in Watson, von Edinburgh aus gestartet bin. Und seitdem fühle ich mich da ein bisschen zu Hause. Der Flughafen ist auch nicht allzu kompliziert, hat aber die kleine Falle, dass im Flugsimulator das immer noch eine Landebahn gibt, voll beleuchtet, voll ausgestattet, die in echt einfach nur ein Taxiway mittlerweile ist. Leider auch hier dichte Wolkendecke, keinerlei Aussicht. Wenn ich mir so das Wetterradar anschaue, haben wir aber kurz vorm Ziel vielleicht ein bisschen mehr Glück.
dem Wetter. Also hier tut sich auch gleich anscheinend eine Lücke auf. Hinter Petik. Petik. Das ist, glaube ich, hier. Jawohl. Also die Niederlande sind am anscheinend besseres Wetter. Gucken, wie es aussieht, wenn wir tatsächlich da sind. Dann hier mal schauen, ob ich langen Radar tatsächlich schon hören kann. 1, 3, 5, 6, 50, aber ist wahrscheinlich noch viel zu weit weg. 1, 3, 5, 6, 50. Bedrückende Stille. Oh, ich sehe gerade, ich habe mein Anti-Eis noch an. So lange, wenn ich in den Wolken sind, ist das tatsächlich unnötig. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte mal gucken, ob in dem Luftraum denn was los ist bei langen. Wow. Es sind Flugzeuge unterwegs. Dem Radar ist auch online. Aber ich bin wahrscheinlich das Problem. Ich bin noch zu weit weg. Nein, ich bin doch nicht zu weit weg. Easy 4776 Delta, lang hello. SFSI 330, we are 60 miles from Bombay. Are you controlling the western part? Easy 476 Delta, you're absolute massive. You can see the thank you. Ja, lang. Immer noch ziemlich weit weg, deswegen kaum verstanden, aber der Pilot war schon relativ nah. Yes! Ach ja, das ist das Schöne bei Watze. Gerade wenn man mal außerhalb von England unterwegs ist, in England oder im UK, alle sprechen Englisch, alle sind englische Muttersprachler. Das ist für den Controller auf jeden Fall vom Vorteil. Wenn sie mal jemanden dabei haben, den man sonst gar nicht versteht, die kriegen das noch irgendwie raus. Ich vermute, für Deutschland wäre es ähnlich, wenn alle Deutsch sprechen würden, aber es tut leider keiner. Die meisten sprechen dann Englisch. Und ja, das ist dann schon immer ganz humoristisch, wenn dann die Sprachen aufeinandertreffen. Je weiter man weg von UK kommt, desto besser wird es tatsächlich. Also, desto unterhaltsamer. Osteuropa habe ich jetzt auch schon ein paar Flüge gemacht. Ist ein Knaller. Kann ich nur empfehlen. Also, weil es einfach witzig ist zu hören, wie so die Dialekte aufeinander prallen. Oder die Akzente. Ist das ein Akzent oder ein Dialekt? Ich glaube, Dialekt ist es, wenn es schon die richtige Sprache oder die Muttersprache ist, ne? Also wären es dann eher Akzente. Naja.
Volkswagen, good evening, Eurotrans 114, car level 320. Eurotrans 114, long hello, Cessquawk 2267. Got 2267, Eurotrans 114. Langradar ist auf jeden Fall sympathisch. Der klingt so, als könnte man mit dem Guten nochmal ein Bierchen trinken gehen nach der Landung. Jotans 1114, identify dein Hotel. Lufthansa was? Wo? Noch 230 Meilen. Allzu weit haben wir es nicht mehr, bis wir Landeanflug starten müssten. Muss ich wahrscheinlich auf jeden Fall deutlich, bevor ich bei langen Radar angekommen bin. Ich habe hier aber auch keine Vorgabe, was den die Höhe angeht, wenn ich das richtig sehe. Langen Raider, good afternoon, America 66, flight level 360. Das American 66? American 66, hello. Will you pop position? Good afternoon. Hey, Langradar wird mir immer noch nicht angezeigt. Naja, mal schauen. Langräder, November 424, Limassara, hallo. November 424, Limassara, hallo. November 424, Limassara, eine Cirrus SS22, VFA von Gießen-Lützelen nach Nürnberg. 9,8 nordische Meilen entfernt von Reichelzerne, bitte Verkehrsinfo auf 5100 Fuß, steigt auf 8000. November 424 Lima Sierra, da bei dir ist kein Weil, weil kein anderer Flieger und du bist im Unicom-Land 1-2-2-8. 1-2-2-8, November Lima Sierra. Tschüss. Ciao. So viel dazu. Mal überraschend, wie viel Kinder tatsächlich unterwegs sind. Also dem Alter war es unterwegs schon mutig, finde ich. Das sind dann die Piloten von morgen, die jetzt schon so begeistert sind. Und wir haben hier, eine Lücke in den Wolken? Ja. So, gleich über Holland.
Wir haben noch etwa 80 Meilen, bis wir mit dem Sinkflug beginnen müssen. Wie weit sind denn so 80 Meilen? Sind es offenbar nach Petik noch 16, dann 36 bis M. Und dann sind wir bis Naika oder Elpat. Naika ist da. Elpat wäre noch einen Tacken weiter. Langenradar, schönen guten Abend, Wizz Air 144, passing flight level 115, climbing flight level 230. Wizz Air 1414, Langen, hallo, identified, climb flight level 230, present Rindeck, Warburg, Whistle Romeo Bravo. Eieiei. Climb Flight Level 230 Direct Warburg. Whiskey Romeo Bravo. Ist ja von vorn vor. Radar, good evening, would you continue descent flight level 150, inbound Drakix, speedbird 9032. Speedbird 9032, you can discontinue Unicom 228. Unicom 22, the same ahead, speedbird 9032, thank you. With Air 144, please confirm flight level 230. Da ist er, Gott sei Dank. Yes, 1-3-5. Bin ich auf Richtigen, 1-3-5-6-5. Langen Radar Ferry, good evening, Emirates 147, 22 flight level 380, inbound Norco. Emirates 147, hallo, direct Norco, this is flight level 260, level at Norco. Direct to Norco and descent level 260 to be left over Norco, Emirates 147, heavy. Langen Radar, good evening, Lufthansa 069er, flight level 370, with you. Lufthi 69er, hallo, check information, Bravo at Münster, descent flight level 100, level Hamm. Descent flight level 100, level at Hamm, Lufthansa 069er. Level at Hamm. Langenradar, good evening, Euro 7, Foxtrot November, passing flight level 110, climbing level 140. Wir machen schon mal 100. Bin mir nicht sicher, wo Hamm ist. Continue climb level 370. Haben wir ein ATIS? EDDG ist für uns. Wind. 16 Grad. Direct Povel, Eurowing 7, Foxtrot November, danke. QNH ist 1004. Runway 25, das passt noch. Temperatur 9. Transition Level? 7000. So, Hamm. Hamm ist hier irgendwo, ne? Dazwischen. Na, das peile ich dann schon, wenn ich näher bin. Wird schon irgendwie. In der Zwischenzeit, jawohl, Destination Data gebe ich ein.
So, QNH 1004. Temperatur 9. Wind kommt aus 230. 16 Knoten. Transition Altitude 1000. Decision Height ist für uns 259. Also eigentlich nur 50, wir sind glaube ich in Kategorie 3. So. Flight Level 100 at Hamm. Wo ist denn Hamm? Hamm ist doch noch weiter hier hinten, oder? Genau. Hamm ist da erst kurz vorher. Das heißt, ich habe noch... Ja. Eigentlich noch ordentlich Luft. Gucken. 114, go ahead. Thank you. Wir haben also noch 18.000 Fuß und etwas über 80 Meilen. Das heißt, wenn ich hinter Arnhem bin... Das sollte passen. Ich glaube, ich werde einiges zu früh auf 10.000 sein, aber notfalls verlangsame ich das Ganze hier noch ein bisschen. Die letzten 5.000 können wir ja runterkriechen. Good evening again. Would you continue descent 5,000 feet, speed at 9032? You 92, contact Langrada, frequency 12855. 12855, speed at 9032, thank you. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn das mal endlich auch hier im Airbus funktioniert, dass ich tatsächlich so etwas eingeben kann wie 10.000 Fuß bei Hamm. So ist es noch, ganz altmodisch, über den Daumen gepeilt. Ich weiß auch nicht, wie lange wir bis Hamm Ich glaube, ich sinke zu schnell. Aber genau weiß man es nicht. Wenn Domek bei 40 ist, sollte ich auf 15.000 sein. Domek auf 40 sollte ich bei 15.000 sein. Dann dürfte das Ganze.
Langen Räder, guten Abend, Leipziger 1004, passing flight level 105 for flight level 140. Leipzig 1004, hello, Edelfeld, Continuous Flight Level 230, direkt Warburg, Whisky Romeo Bravo. Climb Flight Level 230 und direkt Warburg, Leipziger 1004. Ja, ich bin viel zu schnell gesunken. Und dann geben wir einfach nochmal ein bisschen Gas. Ich habe auch leider tatsächlich keinerlei Anzeige dazu, ne? Langen, good day, KLM, or cargo looks 642 heavy, climbing flight level 150 for flight level 250. Cargo looks 642 heavy, hello, identify, continue climb 250. Continue climb flight level 250, cargo looks 642 heavy. Continue climb 350, it's the final level, huh? Could you repeat that for cargo looks? Firm flight level 350 is the final level? Yes, confirm. Cargo 642, flight level 350. This guy's climbing 350, cargo 642. Okay, climb flight level 350, cargo 642. Durch die Wolken. Eurotrans 1114 Universe Space, Unicom Land, 12 Desperate, ciao. Frequency 128 Decimal 55, ciao. 128 55, Booster 9 Sofa, entspannten Abend noch. Ebenso. Langen Räder, good evening. Lima X3 Foxtrot Lima Oscar, Flight Level 140. Lima X3 Fox Lima Oscar, hallo. Langen Identify, Continue Cafe 350. Continuing climb 350, Lima Oscar. Ganz schön peinlich, wie sehr ich mich da verschätzt habe, meine Güte. Aber ich glaube, Langenradar hat schon Schlimmeres gesehen. So, 147, descend now, flight 260, please. Affirmative, we started our descent right now, okay, Emirates 147, heavy. And Emirates 147, contact Amsterdam, the frequency 121.20, ciao. 121 SMO 2, Emirates 147, Dankeschön, schönen Tag, please. Ebenso.
Schaue zu, wie ich langsam auf meine 10, auf die 10.000 Fuß zukrieche, die mir angewiesen wurden. Und noch immer ganz schön weit davon weg bin, wo ich eigentlich sein sollte. Aber na gut. So ist es eben manchmal. Ich kann aber schon mal den QNH einstellen. 1004. Für die Landung und was haben wir denn? Wie hoch ist der Flughafen? Langen Radar, hallo Lufthansa 24 Mike, Flight Level 240. 150, also 1500 Fuß, falls wir durchstarten müssen. Direkt, Ademi. Descent to reach Domox, Flight Level 140. Direct Ademi und descent, expect Flight Level 140 at Domox, Lufthansa 24 Mike. Ja, negativ. Descent when ready, Flight Level 140, Level Domox. When ready, descent Flight Level 140, Level at Domox, Lufthansa 24 Mike. Your chance 114 back. You can leave search Unicom now to 28. Unicom, you're trying to 114, cheers then. Ciao. So, Zeit abzubremsen. Wing 7 Foxtrot November, we just received a contact me from Bremen. Yes, it's in progress. Bremen A oder B? Bremer. Jo, dann 123-92. Und zwar 123-92, Euro Wing 7 Foxtrot November. Das ist ja 1414, Contact Bremen 123-92. Contact Bremen 123-92. Vielen Dank, ciao, bis dann, Frankfurt. Jo, tschüss. Control, good evening, Jupiter 1717, flight level 380. Jupiter 1717, hello, long identified. Descent flight level 260, level Norco. Your weekly direct Norco for the arrival to Amsterdam. Descend to flight level 260 direct to Norco, UTR 1717. So. 20 Meilen zu früh und echt peinlich, wie wir Lot 2 Papa Kilo Contact Bremen runtergegangen sind, aber immerhin sind wir jetzt da, wo wir hin wollten. Bremen 123 Decimal 925 Lot 2 Papa Kilo, ciao. Ciao. Ich bin gespannt, wie tief die Wolken runtergehen. Langen, schönen guten Tag, Lufthansa 7, Mike Papa, Flight Level 340. Lufthansa 7, Mike Papa, wo steckst du? Ich glaube, das hat der nicht verstanden.
Lufthansa 69er, Lift Hamm Heading, 040 down, 3000 feet, QNH Münster, 104, Radar Vectors Runway 25. Leaving Hamm 040 degrees, descending to 3000. QNH 1004, radar vectors, runway 25, Lufthansa 069. Leipzig 01004, contact. Bremen, Frequency 123, 902, ciao. Bremen 123, das ist nur 9025, Leipzig ist ja 1004, ciao. So, Hamm haben wir. Hamm haben wir. 040. Good evening, Langen Radar. This is Ryanair 106. Ryanair 106, Lang, hallo, Ryanair Default. Evo 40. Und descending 3000. So, wir wollen das echte Heading 040. Leider kann ich hier noch nicht. Ich kann umschalten. Oh mein Gott. Das hat bisher noch nie funktioniert. Aber so 740 perfekt. Lima X-Ray Fox Lima Oscar, Contact Bremen, Frequency 123, 902, ciao. Bremen und 123, 902. Thank you for the service, bye bye. Bye. Mein Gott, und diese Anzeige hier ist auch neu. Ja, es hat sich einiges getan mit der neuen Version. Deswegen lohnt es sich auch immer, das neueste Dev-Bild hier zu laden. Geile Sache, ich bin begeistert. So, jetzt muss ich nur noch hinkriegen, rechtzeitig auf 3000 Fuß zu landen. For Zero, ist das auch was hier dran steht? Nee, würde schon sagen. Ganz ein Stück weiter, wir peilen hier eher Osnabrück gerade an. Bitte weiter sinken. Oh nein. Nicht abstürzen, bitte. So eine verkackte Hurensohn-Scheiße. Ja, dazu. Ja, danke fürs Zuschauen. Wäre sehr gerne jetzt gelandet. Die habe ich. Aber selbst wenn nichts ist eingestellt und.
Ja,